Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Hasbro zu ihrer Star Wars Black Series Blue Line Bosk. Ja, wir sehen das typische Design der Black Series Blue Line. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier oben haben wir ein schönes das ist eine schöne Skizze von Bosk und hier haben wir ihn auch schon direkt hinter den Plastik. Ja, finde ich jetzt erstmal so gar nicht so schlecht. Ja, hier haben wir das Black Series Logo auf der Rückseite. Wie sollte es auch anders sein? Wird in mehreren Sprachen darauf hingewiesen, dass diese Actionfiguren ja, durch ihre Detailgenauigkeit und Beweglichkeit sich auszahlen. Boah. Okay, naja. 2014 ist diese Figur im Handel gewesen. Also machen wir Bosk mal auf und schauen uns mal an, was dieser Kopfgeldjäger so kann. So, und hier haben wir ihn jetzt ausgepackt. Bosk, den trantoschianischen Kopfgeldjäger. Ja, erste Mal aufgetreten ist er in einem Star Wars Film Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Da hat ja Darth Vader mehrere Kopfgeldjäger auf Skywalker und die Rebellen quasi angesetzt. Darauf basiert hier dieser Charakter. Schauen wir uns mal genauer an. Ich finde jetzt erstmal so den die Gestaltung des Kopfes finde ich doch schon sehr ansprechend. Ich finde auch den Raumanzug sehr schön modelliert, auch gut bemalt, muss man echt sagen. So wie hier hinten an der Seite halt, die Embleme sind auch sehr schön punktgenau drauf gedruckt. Ja, auf der Rückseite sehen wir hier, also das haben sie schon, den Schlauch, der dann hier vorne in den Anzug reingeht. Also das muss man ja schon sagen, die haben da schon einiges an Design vernünftig gemacht. Kann man ja echt nicht sagen. Ja. So wie der Gute jetzt hier steht, liegt er bei knapp 16 cm. Wie man natürlich sehen kann, er hat so einen leichten Drang nach links. Ich glaube, das ist an der den Beinen geschuldet, weil das Bein hier ist tatsächlich, gucken, ob ich es zeigen kann, schwebt in der Luft, wenn ich den Fuß hier drin habe. Dann würde der aber auch gerade stehen. Das heißt, er hat ein kürzeres und ein längeres Bein. Okay. Ja, die Beweglichkeit ist natürlich auch vollgegeben. Der Kopf vorwärts und zurück zur Seite. Man kann sehen, es gibt hier sowas wie ein Kiefergelenk, das jetzt nicht wirklich zuhält. Aber ich finde das schon witzig. Vor allem auch hier so die Zunge und die Zähne sind sehr schön modelliert. Auch sehr schön bemalt, das muss man sagen. Aber es ist, wir sehen, dass es hier ein Gelenk ist. Aber ja, es bleibt irgendwie nicht zu. Die Arme gehen nach oben, nach vorne, nach hinten. Da ist keine Einschränkung. Er hat ein Ellbogengelenk zum Drehen. Und er hat ein zum Knicken. Das Problem hier dran ist, das Ding sitzt fest. Da kann ich bewegen, was ich will. Und ich habe keinen Bock, einen zweiten Fußsoldaten zu bekommen. Die Hand ist hier knickbar nach vorne und nach oben und unten und halt drehbar. Er hat hier unten drunter ein Bauchgelenk. Er hat dafür aber kein Hüftgelenk. Die Beine, naja, wenn man die Bänder hoch macht, kann man die auch weit auseinander machen. Nach vorne und nach hinten halt eingeschränkt durch die Bänder. Er hat ein Oberschenkelgelenk. Er hat ein doppeltes Kniegelenk. Er hat ein Stiefelgelenk,
Er hat ein Fußgelenk zum Drehen und halt auch zum Kippen. Ja, also wie gesagt, dieser Trantoshana hat halt doch schon so, oder diese Figur hat halt schon einige Mängel, angefangen von dem, ja, etwas schlechten Stand, könnte man jetzt sagen, hat er hier einen steifen Arm, den man halt nicht bewegen kann. Was mich doch so ein bisschen an, da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie lockern kann. Aber wie gesagt, ich möchte mir jetzt hier keinen zweiten Fußsoldaten erzeugen. Also die einzige Beigabe ist dieses Gewehr. Das ist jetzt zwar schön modelliert, aber unspektakulär in einen schwarzen Plastik gegossen. Als Augenfang finde ich aber diese Schlaufe hier viel interessanter, weil die ist richtig schön gestaltet und halt auch der Verschluss oder die Öse hier haben sie auch gleich silber bemalt. Ja, leider ist die der einzige Arm, den man nicht vernünftig bewegen kann. Die einzige Hand quasi, wo man diese Waffe reinmachen kann. Aber ich meine, so sieht es auch nicht wirklich toll aus. Also geben wir ihm die Waffe einfach hier über die Schulter und tun mal einfach so, als wenn das so gewollt wäre. Borsk ist ja ein Kopfgeldjäger und wir hatten schon einige Kopfgeldjäger hier auf dem Kanal. Einmal Guido, der mit der kürzesten Streamtime im Star Wars-Universum und natürlich mit Boba Fett. Ja, also ich bin schon mal begeistert, die drei erstmal nebeneinander zu sehen, über diese ein paar, zwei, drei Fehler hinwegzugucken. Ja, kann man, muss man aber nicht, weil das ist halt schon schade, weil vor allem die Trandoshana auch sehr als gerissene Jäger gesehen werden. Die sind auch die einzigen, die Wookies jagen, wenn man es genau nimmt. Aber egal. Ich sag jetzt mal, sollte euch dieses Video gefallen haben, liked es, teilt es, kommentiert, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toy Box.